Mit zwei späten Toren hat Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld in einem turbulenten Spiel seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Das Team von Trainer Jeff Seidene bezwang durch Treffer von Fabian Klos, 88. und Patrick Weihrauch, 90. Plus 4, in den Schlussminuten Jahn Regensburg mit 5:3, 3:2, die Ostwestfalen kletterten mit 7 Punkten auf den 5. Rang. Marco Grüttner hatte die Regensburger vor 15.388 Zuschauern früh in Führung gebracht. 3. Nur 5 Minuten später erzielte Julian Börner nach einer Ecke den Ausgleich. Bielefeld übernahm in der Folge die Spielkontrolle, Andreas Vogelsammer erzielte das 2:1, 17.